da haben wir noch einiges mit euch vor heute Abend. In den frühen 80ern formierte sich, und das werden die meisten hier im Saal wissen und auch miterlebt haben, formierte sich eine große Friedensbewegung. Hunderttausende gingen gegen den NATO-Doppelbeschluss und gegen Pershing II auf die Straße. Das war wohlgemerkt zu einer Zeit, da war Deutschland in keinen einzigen Krieg verwickelt. Und es war noch nicht drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Da gab es eine große Friedensbewegung. Jetzt ist Deutschland fast überall beteiligt, wo es irgendwas zu schießen gibt, und es gibt eine ganz kleine Friedensbewegung. Das ist doch ein Drama eigentlich, oder? Ich durfte bei diesen Konzerten, die hießen Künstler für den Frieden und fanden in Stadien statt. Da durfte ich als junger, nicht ganz so bekannter Liedermacher dabei sein. Und ich durfte 1983 in Bochum, im Fußballstadion Bochum, Harry Belafonte am Klavier begleiten. Ich habe jetzt Harry Belafonte vor ein paar Jahren in Berlin wieder getroffen. Also das heißt, ich war da, wo er eine Rede hielt. Und hatte aber die Möglichkeit, ihn doch kurz nachher noch zu sprechen. Und ich wollte ihn natürlich erinnern, weil ich mir gedacht habe, der Mann hat ja so wenig erlebt. Er erinnert sich sicher an die Weltstadt Bochum und den Pianisten, der ihn begleitet hat. Und er war sehr freundlich. Als ich ihm dann noch erzählt habe, dass ich eingesprungen bin für seinen Pianisten, sagte er, maybe. Ich habe in der Zeit wunderbare Menschen kennenlernen dürfen, nicht nur Harry Belafonte, ich lernte John Baez kennen, die spielt jetzt am 11. hier, ich werde auch da sein, ich muss sie unbedingt sehen. Und ich habe Mercedes Sosa kennengelernt, ich habe mit diesen beiden Pazifistinnen, mit diesen großartigen Künstlerinnen eine Tournee gemacht. Ich stand mit Heinrich Böll auf einer Bühne beim Demonstrieren und mit Erich Fried. Ich stand mit Miriam Makeba auf der Bühne und mit Mikis Theodorakis. Das war vielleicht das größte Geschenk meines Lebens, meines Berufes, dass ich so tollen Menschen, die so ihre Utopien gelebt haben, dass ich denen begegnen durfte. Die haben mir auch sehr viel Kraft und Mut gemacht. Das hält bis heute an. Im Gegenzug machte sich damals in den frühen 80ern eine bis dahin bedeckt gehalten habende, latente Ausländerfeindlichkeit Luft und die ersten Neonazis machten auf sich aufmerksam. Jetzt hatten wir zwar nicht alle, aber doch viele der alten Nazi-Seilschaften aufgedeckt und zerschlagen. Wir, damit meine ich die heute oft so geschmähte 68er Generation. Das war was sehr Wichtiges. Und nun ging die Saat der dumpfen Unvernunft bei einigen jungen Menschen auf. Der liebenswerte, leider auch verstorbene Kollege Georg Danzer versetzte sich 1983 in einen davon und sang, die Türken sollen den Gehsteig putzen, wir lassen uns nicht mehr beschmutzen. Udo Lindenberg sang, dann schmeißen krölende Germanengangs Granaten in die Kebabläden rein. Und ich schrieb ein Lied, indem man mit einem Türken und einem Endsieg jedes Problem lösen kann. Soll der Mensch sich wenden, wenn er mal auf 180 ist? Soll er seine Haut verpfänden? Oder wird er besser Terrorist? Nein, es gibt ein ganz probates Mittel, um den Alltagsfrust zu überstehen. Dazu braucht man keinen Doktortitel. Man löst mit einem Türken das Problem. Einen braucht der Mensch zum Treten, einen hat er immer, der ihn tritt. Zwischendurch verbringt er seine Zeit mit Beten und der Tanz läuft irgendwo mit. Einen braucht der Mensch zum Treten, einen hat er immer, der ihn tritt. Zwischendurch verbringt er seine Zeit mit Beten und der Tanz läuft irgendwo mit.